Namaste, ich grüße euch zum neuen Video. Hier ist der Olli. Und heute soll es mal um das Erdmagnetfeld gehen und was darüber wissenschaftlich gesagt wird und ob das überhaupt stimmt, so was uns da alles so gesagt wird. Und da werden wir der Sache mal ein bisschen auf den Grund gehen. Und da haben wir hier Erdmagnetfeld, Wikipedia. Der Hauptanteil des Magnetfeldes, ca. 95%, wird vom Geodynamo im flüssigen äußeren Erdkern hervorgerufen. So, das soll uns erstmal reichen. Jetzt gucken wir uns mal ein Experiment an. So, hier sehen wir einen Magneten und hier sehen wir mal stellvertretend ein Stück Eisen für unseren Erdkern. So, und da gucken wir uns mal an, was passiert, wenn der hier in die Wärme reinkommt. Ich hoffe, man hat es gesehen. Der wird warm. Der wird warm und verliert seine magnetischen Eigenschaften. So, wir haben ja gerade gelesen. Das Magnetfeld wird vom Geodynamo erzeugt, aus flüssigem äußerem Erdkern. Das ist auch noch mal so eine Sache mit dem flüssigen Erdkern. So, und das ist jetzt bei der Wissenschaft angekommen und jetzt sind die natürlich gezwungen, dort andere Erklärungsmodelle zu finden. Ja, hier ein Artikel, Science News for Students. Der Kern der Erde könnte gerade rechtzeitig gehärtet sein, um das Magnetfeld des Planeten zu retten. So, und da schreiben sie hier: Der innere Kern des Planeten der Erde war einst geschmolzen. Er hat sich jedoch innerhalb der letzten 565 Millionen Jahre verfestigt. Also der Kern hat sich verfestigt. Ja? Also das ist, wenn ich einen Pudding koche, dann kühlt er eben von innen heraus kühlt er ab. Physikalisch ein Unding. Dass er innen zuerst, der Pudding kühlt innen zuerst ab. Aber genau das wollen sie den Leuten hier erzählen. Also Humbug, ne? Müsste jeder erkennen, dass das Humbug ist. So, jetzt haben wir hier noch einen interessanten Satz. Schließlich begann sich der innere Kern der Erde zu kristallisieren. Ne? Das ist nochmal Bezug nehmend, dass das von innen heraus erkaltet. Das hätte den Geodynamo sprunghaft gestartet. Es hätte auch ein neues, stärkeres Magnetfeld erzeugt. Selbst, ich meine, das ist utopisch, aber selbst wir nehmen das mal an, dass das so ist, dann wäre dieses flüssige Außen, was um den Kern drinne, was das Erdmagnetfeld erzeugt, dann hätte das Flüssige mindestens die Energie, um das hier auszulösen, ne? Das aufzuheben. Diese Wärme. So warm wird das hier nie. Dieses kurz in die Kerze rein, wie das im Innern der Erde ist. Ja. Also man versucht hier ein neues Dogma aufzubauen. Na? Und dabei wird das Magnetfeld anders erzeugt. Und da will man nicht ran. Dann würde noch einiges mehr ans Licht kommen. Na? Wer da informiert ist, weiß da schon vielleicht, worauf ich hinaus will, was da noch alles ans Licht kommen würde, und das will man natürlich vermeiden. Man will ja die Menschheit weiter melken. Ja? Und das darf natürlich nie passieren, dass das rauskommt, weil dann würden noch einige anderen Sachen rauskommen und dann wäre das nicht mehr möglich. So, informiert euch, das kann jeder selber ausprobieren hier, das Experiment. Dann danke ich euch fürs Anschauen. Lasst euch nicht verarschen und das war's von mir. Ich bin raus.